Hallo, liebe Leute, es geht weiter mit Dark Parables 2, der Fluch des Froschkönigs. Ich glaube, ich soll hier was wimmeln und damit beginnen wir den nächsten Part. Und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel auch schon wieder mal nicht so super lange mehr dauert. Wir sind ja schon recht weit gekommen. Zumindest war das andere Spiel nicht so lang. Ich weiß nicht, wie lang das hier ist, aber so vom Gefühl her glaube ich nicht. So, was fehlt mir denn jetzt noch? Das da auf jeden Fall noch. Dann noch so eine Ecke. So dieses eckige Ding. Ich suche das eckige Ding immer noch. Ihr ist schon gefunden. Ich suche immer noch. Als Zuschauer sieht man ja oft auch die Dinge einfach schneller als Spieler. Da ist es. So, und jetzt haben wir das Ritterschild und den stählernen Dolch. Ob damit wohl der Ritter da hinten zufrieden sein wird, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Davon habe ich immer noch nicht alle. Dann gehe ich jetzt mal zurück. Ich glaube, ich muss noch weiter. Und dann hier rein und dahin. Und dann gebe ich ihm mal den Schild. Und das Schwert. Nee, das will er nicht. Das ist also nur ein Dolch und kein Schwert. Das habe ich mir schon fast gedacht. Möchtest du ein Spiegel? Nein, hatte ich schon ausprobiert. Na gut. Wo sagt denn die Karte, dass wir hin sollen? Da ist noch irgendwas zu tun. Wir sind hier. Warte, jetzt muss ich mal. Ich glaube, ich muss hier zurück. Und dann irgendwo da? Da hinten? Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt falsch? Ja, ich bin falsch. Ich bin zu weit gelaufen. Ist das im Gewächshaus? Ist das hier drinne? Ja. Nun gut, Knut. Dann wollen wir mal. Nee, das alles nicht. Okay. Ja, ich habe auch so viel eingesammelt, dass ich hier unten noch zwei Teile habe, sehe ich jetzt erst. Einmal den Ring. Und einmal so ein kleines Teil, was ja auch immer schwierig ist. Da war es, das Mini-Ding. Komisch, jetzt habe ich das schneller gefunden als diesen Ring. Ist denn da der, da. Ach, jetzt haben wir doch bald alle Tränke. Vier Stück. Nee, drei. Fehlen ja immer noch zwei. Noch drei. Wir haben sechs. Sechs sollen wir sogar finden. Oh, dieser Schrank ist randvoll mit Büchern, bla bla bla. Was könnte ich jetzt machen? Porträt der Prinzessin? Dieser Schlüssel auch, dass wir die Schlüssel nicht irgendwie einsetzen können, wundert mich auch. Hier fehlt mir nur noch eine Kunstvase eigentlich. Ich befinde mich da. Und ich soll hier in die Mitte, wo... Was sind das für Räume? Also... Bei Höhle steht das.
Tja. Dem fehlt immer noch die Krone. So oft ich hier auch hingehe. Ich glaube, hier sollen wir auch zuletzt dann hin. Und dann kommen wir halt mit dem Schlüssel in die Höhle rein. Aber so wird das, glaube ich, nichts. Hier ist das Gerümpel. Nee. Nee, jetzt bin ich da. Okay. Palast. Ich blicke hier immer nicht durch. War es doch eher da? Hier nicht, da nicht ist diese. Bevor ich auf die Karte gucke, kann ich auch schnell hier durchlaufen. Ich glaube, das geht sogar schneller. Da war ich gerade eben schon. Da waren wir schon eine Weile nicht drin, ne? Da soll ich bestimmt rein. Nein, okay. Dann nicht. Was wollt ihr von mir? Ich verstehe die Karte einfach nicht so gut. War das hier? War das doch hier? Hallo Schwein. Hier waren wir auch schon länger, nicht? Kann man hier nichts mehr machen? Ist ja auch komisch. Hier fehlt mir noch der Schuh. Tja. Wo bin ich jetzt? Ich bin doch sogar da. Ich muss nur einen Raum weiter. Wo denn? Hier. Hier soll ich was machen sollen? Die Statue-Prinzessin A steht grazil auf ihrem Podest. Kann sie was bekommen? Kann ich hier was mit dem Wasser machen? Hä? Nee, jetzt bin ich schon wieder falsch. Ich bin da und ich soll dahin. Ich bin verwirrt. Hä? Jetzt bin ich wieder falsch gelaufen. Ja, was soll ich dann hier machen? Wollt ihr von mir? Und wenn wir ihm den Dolch geben? Nö. Ach, ich habe noch ein Chamäleon-Objekt zufällig gefunden. Ich glaube, ich brauche einen Tipp. Aber ich kann keinen nehmen. Oder? Nö, kann ich nicht. Tja. Da, Käfer. Käfer. Wenn ich mal wüsste, was ich jetzt gerade machen soll. Ich bin echt... Hä? Porträt der Prinzessin? Das hatten wir doch alles schon. Da fehlt noch ein Buch. Habe ich noch ein Buch, was ich hier reinstellen kann? Kann ich hier irgendwas nehmen? Nee. Ich habe kein Buch. Fall ich nicht. Vielleicht muss er doch noch was bekommen. Aber was? Doch alles Quatsch. Mit einem Schild und einem Porträt der Prinzessin ausgerüstet besiegte er. Na? Ihr wisst schon. Da ich noch keine vollständige Sammlung habe, bringt das ja hier auch nichts. Drei stehen schon drinne.
Menno, was wollt ihr hier von mir? Vor allem, warum wird mir hier eine Wimmelbildszene angezeigt, wenn ich da gar nicht durchkomme? Das ist doch voll merkwürdig. Hä, habe ich das Schwert... Hätte ich das Schwert mitnehmen können? Ist das Problem? Moment, das war hier. Kann ich das noch mitnehmen? Oh, ich bin so doof. Und deswegen wird mir das auch angezeigt. Oh. Ich habe das Schwert nicht mitgenommen. Mensch. Das Schwert, Leute. Das Schwert. Und ihr klatscht euch wahrscheinlich schon seit Stunden die Hand an den Kopf. Und sagt, das nimmt das Schwert mit. Ist das jetzt der Dolch oder das Schwert? Da. Das ist aber das Schwert des Königs, steht hier. Bitteschön. Dann kriegst du eben das Schwert. Ach, jetzt bin ich hier auch endlich weiter. Mann, das hat ja jetzt gedauert. Jetzt habe ich aber viel Zeit verplempert. Denke mal, dass man gewisse Sachen einpacken kann. Kann man aber nicht. So, ich suche noch was Rundes. Wo ist es denn? Hä? Das ist nichts Rundes. Hat aber auch geklappt. Das wollte ich noch haben. Und dann suche ich eigentlich dieses Ding. Da habe ich doch schon mal drauf gedrückt. So, dann habe ich alles. Super. Jetzt wird mir hier wieder die Karte angezeigt. An der Anrichte steht ein Porträt des Königs. Darunter ist eine Fassung für ein kleines Buch. Hier. Nee? Die Tür hat kein Schloss. Ich sollte mich hier noch hinweisen umsehen. Na, wieder eine Notiz. Der Ring der Verwandlung befindet sich vor dem Tempel der Prinzessinnen. Er kann jedes magische Artefakt aufladen. Mhm. Diese Statue scheint mir der Eingang am... Was? Diese Statue scheint mit der am Eingang zum Garten identisch zu sein. Das ist irgendwie ein komplizierter Satz. So. Hier wird mir jetzt wieder irgendwas angezeigt. Der dusseligen Karte. Hier bin ich und... Tada. Ja, das ist toll. Also ich würde sagen, das Buch packe ich jetzt mal in das Regal. Weil, wenn das da hinten nicht reinpasst, passt das bestimmt hier hin. Ja, das ist ja schön. Was ist jetzt passiert? Ach so, jetzt bekomme ich das Buch. Das habe ich jetzt nicht gesehen, was hier sich überhaupt getan hat. Tagebuch des Königs. Gut, dann packe ich da dann das hin. Einfach mal die Bücher hin und her getan. Und da kann jetzt der Dolch rein. So, und wir können da durch. Schön. Ach, das ist ja gut, dass ich hier wenigstens jetzt weiterkomme. Der kleine Springbrunnen plätschert munter. Ich möchte ihm nicht zu nahe kommen. Es ist doch nur ein Brunnen. Vor allem so ein schöner, da würde ich ja gerne meine Hände oder Füße reintun. Diese Statue schaut nach links. Etwas gehört in ihre Hände. Die Statue, die nach rechts blickt, sollte auch etwas in ihren Händen halten. Ihr wollt also alle was haben. Ein Spiegel zum Beispiel. Nein? Oder den Spiegel? Ein Porträt? Möchtest du den runden Spiegel? Nein. Dann nicht. Ich hab's dir angeboten. Du wolltest nicht. Der Durchgang ist vollkommen mit Ranken überwuchert. Aber hier ist doch auch noch eine Tür. Die Vielzahl an Gemälden. Nach zu urteilen ist dies das Porträtzimmer. Ja, aber ein schönes Porträtzimmer. Oh, jetzt sollen wir aber hier wimmeln. Jetzt geht's hier aber los. Mit dem Bild, was wir gerade eben schon hatten.
Ob ich den Schuh wohl am Ende bekomme? Nein, ich bekomme den Schlüssel zum Schuhschrank. Ach, so, jetzt habe ich genug wild geklickt. Jetzt muss ich mal wieder gucken, was ich eigentlich suche. Dann noch eine Kette. Kettchen, das sehe ich schon. Na, nimm's. Dann so ein langes Ding mal wieder. Es sind immer lange Dinge, die man nicht benennen kann. Ist es denn? Ist das das? Nee. Das? Nee. Aber das da. Und dann jetzt so ein. Sieht aus wie so ein Charm-Armbandanhänger. Ich glaube aber nicht, dass es einer ist. Passt aber so ein bisschen hier in die Ecke, aber ich kann mich auch irren. Nee, war auf dem Kopf von diesem kleinen Nussknacker-Ding. So. Tolli, jetzt haben wir den Schlüssel zum Schuhschrank. Da fehlt ein Schalter, muss man sich merken. Der Rest der Höhle ist in Dunkelheit und so. Und, ja. War jetzt hier, da war noch ein Wimmelbild, weil die waren hier alle so in der Umgebung. Habe ich ja gerade gesehen. Ja, die Kugel hier vielleicht. Ja, ganz oben auf der Spitze, das ist ja toll. Ja, diese hellen Teile hier, die fallen mir ein bisschen schwer. Die sind ja auch schwer zu finden. Das war schon mal eins. Ich suche diesen Flügel. Ach, da sehe ich ihn schon. Und jetzt nur noch das längliche Teil mal wieder. Ach ja, wo ist dieser kleine Stab? Dann hätte ich alles und dann hätte ich den gläsernen Schuh. Kann bestimmt da in Cinderellas Raum rein. Aber erstmal muss ich das finden, sonst funktioniert das nicht. Ich nehme mal schnell einen Tipp. Ach ja, na klar. Da hätte man ja auch drauf kommen können. Das war ja eine interessante Hacke hier vom Schuh. So, dann setze ich den mal hier rauf. Und einmal einen Blick hineinwerfen, weil es einfach so schön ist und weil der Part jetzt zu Ende ist. Und dann machen wir hier weiter in Aschenputtels oder Cinderellas Raum. Schöne Kutsche schon mal und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann!